Okay, das ist ein wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag bis jetzt und eine angenehme Nacht. Euch geht es soweit gut. So, dann heute Equipment beschaffen. Ich weiß nicht, was wir für skurrile Sachen tun werden, um an Equipment zu kommen. Es könnte dreckig werden. Es könnte dreckig werden. Oder wir verdienen einfach auf legale Weise Geld. Wir schauen mal, was so passiert. Erster Plan ist, störende Perlen farmen. Nimm mal so, keine Ahnung, eine Stunde oder sowas mal als Fingerzeig. Schauen wir mal, was bis dahin passiert. Namen Matze, guten Tag. Wie geht's dir? So. Das heißt, in Sumpfland die Morlocks machen. Die höheren am besten. Auch so um 25 vom Runde baut. Hoffen, dass die schillernde Perle droppen und die immer 6 Gold wert ist. Und ich brauche die Rüstung. Entweder brauche ich das Geld oder ich brauche die Rüstung. Die schillernden Perlen. Möchtest du deine quälenden Gedanken mit mir teilen? So, kannst du gerne tun. Dann kann ich dir eine Machete für dein intellektuelles Dickicht reichen. Er ist ein Streicher. Ah, ne. Hammerbauke. Ich finde, wie war gestern dein Ausflug? Und was kostet dir, mich mit Fragen zu bombardieren, weil du da bist? Ha! Ja, klar, das meinte ich auch mal so. Ich habe nicht gesagt, dass du mich dann in dein Herz hier ausschütten. So. So war es auch gemeint. Inwald. Bitte. Irgendwas über 3. So, aber hier sind natürlich, hier kennen nämlich alle, weil sie nur dieselben haben wollen. Mein Ziel dürfte aber weiter oben hier sein. Wir wollen nicht die billigen. Die billigen brauchen wir alle nicht. Muss ein bisschen höher gehen. Da brauche ich eher die geschnitzte. Das hört sich ja wohl solide an. So, sowas brauchen wir hier. Eine Pirates, ne? Naja. Invite, bitte. Alles über 3 wäre super. So, also, ich brauche hier meine. Ich auch schon mal wegklatschen, der Ecke ist schon so alleine.
Ja, ich muss hier fahren. Ich hab keine sonst kein Links hier. Dann. Ah. Danke schön. Wir brauchen die hier definitiv. Dieser Zauber ist noch Jetzt. nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht Oh bereit. ne, so krass. Das lädt immer noch auf. Warum mache ich denn eigentlich keinen Schaden? Kann ich nicht Ich habe wirken. so viele Dieser Fragen. Zauber ist noch nicht bereit. Okay, ich will ja fragen, warum war ich nicht so fertig? Warum berühre ich mich eigentlich immer? Oh shit, ich habe meine Waffe nicht upgraded. Ah! Jetzt weiß ich, wo der Fehler ist. Jetzt weiß ich, wo der Fehler ist. Abort, abort! Okay, und der erste Fail am Tag. Okay, den ersten Fail überlebt. Okay, ich verstehe. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Okay, wir gehen erstmal doch zu den kleinen, zu den kleineren Nulpen. Machen so einen einzelnen. Mann, ich denke schon, hä? Warum treffe ich den bei dir nicht? Was soll denn das? Warum mache ich denn keinen Schaden an denen? Bin voll super mächtig und dann sowas. Jetzt weiß ich warum. Bin einfach zu schwach. So. Deswegen habe ich auch, trage ich eher erschillernde Perlen, ja. Sie sollen dafür mit die beste Chance haben, das hier relativ gut durchzukommen. So, weil entweder fange ich das Geld, weil ich habe nicht gesehen, dass heute die automatischen Bergungseinheiten, die ich im Inventar hatte, für 99 Silber über die Ladentheke gehen. Und die Turbo-Schredder nur für 1,60. Und deswegen natürlich die Idee, dass ich lieber Dinger für 20 Gold jetzt verkaufe. Das heißt, ich habe 20 Gold in der Hand für Kosten, so schätze ich mal. Meinst du? Das ist aber gut. Dann was? Ich habe mich jetzt nicht gewollt, wo ich da so scheiße treffe. Das kann gar nicht sein. Dass der sich so wehrt gegen mich. Weil das jetzt mit meinem. Das ist kein Rotzeclip. Ja, ich weiß, aber ich habe jetzt ja 14 Gold, ich kriege jetzt noch roundabout 10, 15 Gold, sind jetzt schon im Ding. Problem ist, also die Rüstung ist wichtig, die kann ich mir so bauen. Das meiste gibt es ja in Black Phasm. Sag ich mal, das beste Equip, das ich jetzt tragen könnte. Ein Matschkrabbler. Naja, das ist mir der Rückzug immer eingefallen. Okay, das sind 50 Fahrten, mein Dings hier. Meine ersten Jobs von einer dicken Muschel. Ich wollte jetzt nebenbei was gucken, nämlich. Okay, was wollte ich schauen? Ja, aber die Glocken schlechter. Wenn man auf der Prozentzahl anguckt. Wie sie die prozentual droppen, laut Statistik. Und dann bei dem hier. Was wollte ich machen? Ach so, stimmt, ich wollte okay. Okay. Du meinst also, Quantität ist besser als Qualität?
Könntest du recht haben, ja. Muss ich mal gucken. Sobald ich meinen Hammer aufgestuft habe und ich was treffe. Ich mal gucken. Na gut, sobald. Meine Hammer. Müssen wir uns also mal gucken gehen. Einer recht ausgiebig. Ja, auch. Meinst du? Weiß ich nicht. Wenn die sowas tun. Sonst gern, wie geht's dir denn? Also gerade eine Purge, ne? Also wenn du online wärst, dann könntest du dich jetzt hier reinzuholen. Pichibo? Ja, aus Simpsons Referenz. Immer sogar zu der Zeit, wo ich es noch geguckt habe. Wie man sonst einfach mal PvP anstellen. Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Und der Ping sonst sehen. Jetzt muss ich vielleicht nicht noch verkaufen hier. Ja, was dafür das besonders fällt. Ein paar Monok-Augen. Ding eigentlich so riesengroß ist, normal. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Ja. Müssen für Leute los. Das stört mich ein bisschen, dass ich nicht irgendwo killen kann schon wieder. Oh! Ich habe irgendwann wahrgenommen. Da lang. Da will ich zumindest vom PvP-Server dann ich zumindest die Horde schlagen. Ja, in meinem Ort bereit machen. Jetzt muss ich leider akzeptieren.
Weil ich noch irgendwelche Ausweichgebiete habe und sonst noch irgendwie kann. In der dicken Muschel. So. So, der Fitnessspringer Blau Kim hier. Der Grobler. Ja, das ist natürlich ärgerlich hier noch. Blau Kim, Blau Kim. Okay. So. Epix. Das okay, nehme ich mit. So. Das ist zu weit. Nicht auf jeden Fall gerne mit. Mehr Dinge zu töten. Ein paar stehen jetzt hier rum. Den hast du auch gegeben. Ja. Schon wieder Dings kaputt, ey. Jetzt schon erst, dass ich online bin. So. Bist du ein bisschen Fitzenspringer?
näher ran. Ein großer Bruder sagt 0,02%. Das würde ich sagen. Hätte ich lieber tatsächlich einfach eine schöne Perle, aber okay. Okay. Richtig auch noch. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist immer noch auf. Kann ich noch nicht finden. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Tot, er ist tot. Der Ding schon rum, warte auf den nächsten. Freut mich, in einem ins Gesicht zu sehen. Gerne. So. Okay, der kommt schon mal weg. Ich muss jetzt so ein bisschen Ordnung schaffen in der Tasche. Acht Beweglichkeit. Ist gut. Ich glaube mal Fischöl. Ist auch sehr gut. Kann man auch Spitzenpreise für verlangen. Ich glaube nicht so hoch, aber halt. Ah, mit dem, was ich kriegen kann. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Den brauche ich nicht mehr. Ja, da. Da sind keine Leute. So, das ist jetzt der beste Ort. Ich kann ein bisschen höher gehen. 28, 29, das ist aber schon wieder das Farm Hard. Okay, ich muss noch warten, dass irgendwas passiert. Ineffizient hier rumzustehen, ne? Mach ich hier gar nicht. Ich will eigentlich mal reinschauen, ob ich was anderes fahren kann. Ihr seht, die Perle 6 Gold ist halt einfach, schöne Perle ist einfach umgeschlagen. Wie viel ich eben finde, in einem bestimmten Zeitraum. So. Das Spawnpunkt ist schon wieder leer. Nichts nehmen, ne?
Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. So. Auch hier mal irgendwas. Hauptsache weg von diesem Ort. Es ist schon der höchste, ne? Danke. Super. Was ist jetzt für den Zimmer? Weil ich mir zufriedener bin, ne? Nicht wirklich. Hier ist die Spawn von einem Camp zu wenig. Zuverlässig Zinnfarm. Grobe Steine. Rumgelaufen, besser als rumstehen. Kann noch weniger leiden. Ich guck mal nebenbei. Ja. Zauber ist noch nicht bereit. Das hält immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Ich bin außer Reichweite. Also, das ist immer ein bisschen langsamer vor sich gehen. So. Achso. Jetzt los. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich war schon über der falschen. Das sehe ich. Jetzt soll ich mal nach Stufe hier sortieren. Blau-Team, Gobbler, ist mir egal, Futterblöde, der Blau-Team. Alle immer hier der Rotz, ne?
So. Nicht den übersehen, so. Angenommen, ich gehe rüber und mache die 28, 29er, ne? Also mindestens orange. So bis rot. Nee, ich will mich auseinandernehmen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich muss noch sagen, gucken, was so mein Vieh wert ist, wie das ist gut was wert. Und dazu muss ich auch Zinn farmen. Ist eine bessere Eisenroute. Ja, mal gucken, nach irgendwo anders sind. Ne, die sind sie alle nur hier, ne? Die höchsten. Den nur weiter oben. Da oben sind so drei Spawn im Wasser. Ja, der ging ganz schön schnell tot. So, hinten im Wasser wäre noch eins ungefähr. Da oben war einer und dann gab es noch einen Dreierpack. Da wäre auch noch irgendwo im Wasser was. Ich würde sonst den einfach mal abfahren, weil im Wasser werden die wenigsten kämpfen. Ich da verlässlich immer zwei, drei wischen kann. Definitiv besser als hier rumzustehen und zu hoffen, dass Spawn kommt. Nessie! Alles gut. Alles gut. Morgen bis 22 Uhr kommt der Paket an. Hat das Amazon gesagt. Warte, ich gucke sofort. So, an der Gabel, hier geradeaus. Ich habe ein Schiff. Also, du Geister, Geister, du. Ich bin nicht der Einzige, der darauf gekommen ist, was es er nicht kann. Bitte, bitte. Ach so, ah, okay. So, und danke schön, dass ihr das abgewehrt hast. Danke schön. Tschüss. Ich noch nicht bereit.
Ich hätte mich schon gewundert, dass der Herr den. Was hat der gemacht? Okay, das. Ja, gut, ich habe ja mitgelesen, also hast du ja quasi nicht mehr nur die geschrieben. Ja, sowieso immer. Erstmal hier einen Check machen. Hier sind noch ein paar Krieger. Also erstmal passt das hier, ich weiß natürlich nicht, wie es gleich aussieht. Die Drehung ein bisschen zu spät. Ja. Nur mal hinten ins Wasser gucken, ob ich da irgendwas entdecken kann. Der Spawnpoint von denen ist. Er soll sie auch aufhalten. Er soll sie auch aufhalten. Wie warum sollte ich auch treffen? Den Ball einfach ausweichen können. Das ist echt die Murloc-Gang. Ja, dafür braucht man ja noch so eine Level 60er Raid. Mit einer Murloc-Festung oder sowas.
Oh, ich mach die Geräusche. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist. Muss ich einfach so als Emote. Sound, irgendwie sowas. Sind ganz schön nachlässig, ne? Ne, nur dahinter ist nicht, so nachlässig. Hier sind scheint zu gehen. Ne, ich muss verschillernde Perlen farmen. Buttermarie. Also wir stellen die Perlen. Oha, und? Was sagt mein Kollege denn? War nicht schlecht, meine erste Vermutung, oder? Das war ja erste von zwei Möglichkeiten. Ja, jetzt nicht wogegen. Kann ja gegen Hausstaubmilben auch sein. Sowas. Jetzt nicht so. Hausstaubmilben. Ja, okay. Siehst du eine SE? Kein Problem. Hab ich nur gewonnen, dass du keinen Aufschlag hattest oder sowas halt. Das wäre so. Könnte so einhergehen. Aber solange es dir besser geht, ist doch alles Tutti. Ah, okay. Ja, klar, ich da zerkratzt auch. Ich habe nichts anderes erwartet. So, hier eben gucken bei den Schiffen. Ein paar Molis finde. Und? Warst du erfolgreich? Wieso? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ja, kenne ich. Gestern standen da richtig viele. Ja! Ersten 6 Gold in meiner Tasche. So. Okay. So, ungefähr 35 Minuten ungefähr. Gut. Sieht eigentlich ganz gut aus vom Aufwand her. So. Das ist der erste, ne? Ups, falsch dazu. Jetzt brauchen wir 2 für die Rüstung und vielleicht 2 oder 3, vielleicht nochmal so von der Kohle. Bin schon saftig. Ich werde jetzt nicht den ganzen Tag Morgens töten. Ich würde sagen, eine Nessie-Sucht. Ha! 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 Oh! Oh! Ehrlich. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht wirken. Gar nicht weiß, dass es eine Nessie-Sucht gibt. Aber sie heißt Nessie, also war es naheliegend, daraus eine Nessie-Sucht zu machen. Den habe ich zu künstlich gelacht. Ja, damit es offensichtlich ist, dass es natürlich ein Scherz ist. Ich dachte normalerweise größenwahnsinniger. Ups. Okay. Also fast noch. Naja. Das lädt immer noch. Kann ich noch nicht mehr. Periodpublikum.
Wir finden erstmal nur ein paar Leichen. Hier mal rüber mal gucken. Gehen wir zu, machen die 3, 4. So, starker Konter gegen Matze. So. Ah ja, what? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ach, meins. Aber noch meins. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Bleiben Sie stehen, Sir. Ich komme gleich. Okay, dann habe ich jetzt zwei Fragen. Also gibt es denn vier, gibt es aber nur eine Truhe oder was? Also machen wir drei Fragen los. Okay, sehr schön. Hier ist viel los. Zweitens, wo ist Pyrowood? Drittens, wie komme ich denn? Und wenn ich zwei beantwortet habe, dann hab ich den anderen auch. Rechts. Danke, schön. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, zack. Das ist noch Ja, nicht so bereit. gucken, war aber nur Nachricht von meinem Pizzadienst, der wieder irgendeinen Coupon für mich hat. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich habe kein Ziel. Natürlich wichtig. Nee, zum Glück ist der Große aus dem Fortnite-Alter langsam raus. Und er kennt meine Meinung zu Skins kaufen, die keinerlei Vorteile bieten im Spiel. Nämlich am Arsch. So, wenn die in irgendeiner Weise einen Vorteil im Spiel haben würden, würde ich vielleicht zumindest darüber nachdenken, ob es 8 Euro wert wäre, aber. Vom Aussehen her kann es knicken. Da gibt es eine Tasche jetzt für benutzen. Ja, lade. Kann ja gar nicht leiden. Skins, die nichts bringen. Ich glaube, zum Hinten, ja. Soll ich mal rüber? Verschnellt mit der Hand. Fernrohr, das geht glaube ich, ne? Zu bauen. Ah, sieht toll aus. Geld.
spüre die, ich spüre das richtig, ich spüre die Abwesenheit der Macht. Und war ja schon jemand. Ja, ach, die sind aber da oben. Ach, das ist doch einer. Okay, ich muss schon mit. Neunundzwanzig, du kleiner Räuber. Kann ich noch nicht machen? Kann ich nicht werfen? Wow. Der war enttäuschend. Boah, der hat jetzt schon Lego, habe ich gesehen. Hey, ja, immerhin. Also, wenn es wirklich sowas wie einen Lego-Modus geben würde, nicht schlecht. Ja, das ist halt erfolgreich, ne? Also ganz viele Franchises und das Schlimmste ist Nessie. Sie haben Solid Snake drin, ne? Von Metal Gear. Und früher hatte den, er hatte den großen Hintern, den anscheinend alle gut fanden. Und jetzt hat er noch einen kleinen Hintern. Weißt du, sonst. Also ich bin froh, dass einfach der Sexismus in beide Richtungen geht, auch bei Männern. Dass das auch gleich geahndet wird. Die Leute darüber aufregen, ob das Internet zu klein ist. Negativ. Negativ? Negativ. Jetzt macht irgendwie keinen Bock mehr hier rumzukramen. Alles Level gemacht. Ich glaube, da ist stichfest. Hat falsch zugestochen. Warte, warte, warte. Ich muss mal selber machen, sonst macht keiner für mich. Gerne. Kommen Sie, kommen Sie. Wir haben kleine Nackenschellen, große Nackenschellen. Runde Nackenschellen, gute Nackenschellen. Nee, ich schlage Nacken, ne? Mach ich immer. Willst du mein Partner sein? Bitte, bitte lass mich. Bitte, bitte lass mich dein Partner sein. Fantasy! Welche Quest ist deine Klassenquest? Kannst du dich verkacken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Na, ich hab Gottesschild gemacht. Gottesschild war wichtig. So. Bitte ruhig mir dann. Shit. Nach links der Vorgebirge von Hit. Was? Sauschau. Meine ich doch.
Er ist zwar höher, aber ich krieg zumindest Gegner ab. Ich glaube, ich hänge lieber eine halbe Stunde an einem Gegner. Und dann kriegt Pendel wieder irgendwas. Als irgendwie nichts zu kriegen, das bringt mir gar nichts. Und ich finde, es ödet mich arg an, wenn ich nichts zu tun habe. Bin ja eh schon so müde. Ich denke, ich ertragen kann es noch nicht machen. Schon wieder? Die Bombe jetzt unterwegs verloren. Dann teilen wir dann wissen, wo ist nochmal der Händler für die Schultern? Nur Sachen. Ach, kurz vor. Oha. Ganz schott, wo war der Händler für die Schultern, die du erwähnt hattest, die plus 6 Stärke plus 5? Nee, ich habe die Schutzbrille hier. 8 Ausdauer, 7 Willenskraft. Warum? Was das so Schönes? Wenn du gucken musst, kann ich auch gucken. Wäre ich unfähig zu googeln. Ach so, nee, dann, nee, danke. Maria, aber danke schon, dass du an mich denkst. Ja, okay, warte. Sumpfwandler? Ich bin Sumpfwandler. Elite Schulter, ne? Ach, da oben. Ah, okay. Obwohl gibt es auch mehrere von. In Sumpfland gibt es zwei. Vogelberge von Hildebrand ist einer. Direkt in South Shore. Oder ein Marsch von Dustwood. Da gibt mehrere. Ja, meist lieber höhere Morlocks und dann habe ich lieber mehr Stress, als dass ich da jetzt hier nicht vorankomme und keine Dinge. Ich habe jetzt eine schillernde Perle. Also du bist meine schillernde Perle. Ich kann nicht mehr in Asislay. Also ich kann nicht stehen bleiben. Ist der hier? Nee, aber nicht. Ist nicht der da? Ja, ich bin wieder drauf. Nur der Typ, der überragende Rüstungs Spacko. Ja, jetzt ist aber der Händler. Der hat nichts, hat das natürlich Pech. So, 30 Gold. Bam. Okay, er wird 30 und 32. Das finde ich eher ungeil.
So, ich denke schon darüber ist in der Richtung eher, in der Richtung ist eher niedriger, ne? Moment. Ich muss mal checken. So. In einer dickschaligen Muschel wird extrem viel gepuschelt. So. Jetzt sind 18, 19, 18, 29, so stehen. Ach, die sind hier unten, ne? Mutzkarre sind auch da. Die Räuber. 18 sind noch welche, ne? Aber 18, 29. Ich gehe mal da hin gucken. Also, da sind noch welche. Dann unten, wo dieser Schmiedelichtblock sind. Ich guck mal hier unten. Hier ganz am Ende in der Richtung, ja. Gehen wir lieber nicht. Ja. Auf der anderen Seite, hier unten sind auch welche sein. Oder lest du jetzt, lest du vom Westen oder lest du jetzt von da, wo ich gerade angehe? Seite sagt auf jeden Fall ja. Dass hier unten was sein soll. Sicher, und gucken wir es nicht. Ich habe hier. Aufland, warte. Es gibt nur 29,30. Die sind unten. 28, 29 sind auch unten. Also da unten. Ja, und werden jetzt auch angezeigt, aber sind halt nicht viel lower. Was ist das? Oder ist das? Ich habe keinen Links an, ne? Klebriges Spinnenbein. Na, supi. Bäh. Und Hisa. Dann bin ich ein bisschen Backlöwe, schon klar. Okay, aber durch da. Keine Zeit. Jetzt halt, Leute. Muss anfangen zu farmen, braucht Geld. Bin arm. Hier bin ich mir ganz so arm. Also voll, wie die Sachen momentan sind. Ah, gefällt mir gar nicht, ne? Dass der irgendeiner killt. Auf. So. Also was dies, ach so, Küstenpirsch, ach so, die hier, aber nein, das könnte ich, aber sie nein, schwieriger oder nicht? Wozu liegt hier Tony Stark? Das ist also zwar der nächste Recht, es sind keine Morlocks, das sind hier Dings hier. Wer sind die? Naga. Hast du recht, ich dachte, wann dieselben? Da mein Level sind die, glaube ich, trotzdem nicht da drüben. Also, die halt ein bisschen höher, ne? Und nochmal.
Aber der blaue Kiem setze ich nach unten am Sumpf, nach Sumpfland nochmal probieren, ne? Und wo die Lichtblöcke sucht, so ich weiß nicht, ob das besser ist. Namen Küstenläufer. Ja, der Küstenläufer 1930. Hat die der Blaukiem? Gut, nochmal so ein Land. Im Süden von. Von Benitil. Soll noch was sein. Deswegen muss man, glaube ich, Lichtblöcke oder keine Ahnung sammeln. Das sind auch 28, 29er. Und nochmal 10. Mann, du bist Drecksvieh, ne? Ich will hier nur das Ding haben. Ich habe einen Augapfel gefunden. Auf Platz hier. Für meine Epics. Also da sind jetzt nur 28, 29. Hier sind noch 30er dazwischen. Würde ich mich eher daran trauen. Ja, der ganze Sprung. Gucken wir erstmal nach. Achso. Und noch kurz am Händler vorbei. Ich weiß nicht, wenn der immer. Der immer resettet. Einfach alle paar Stunden vorbeilaufen. Im Nebel. Braucht ihr etwas? Wir gucken im Süden jetzt von Mädchen nochmal. Da sind die Gegner zwar auch höher, aber die sind bei 29 Schluss. Könnte helfen. Wie mag ich so für DFT um 19, dass er auf den gerne einen Bären, der bei einigen Bossen auch Kratzer spielen kann, aber ich nehme auch alles andere. Okay. Goblin-Schnitzer. Jemand um 39 bei BFD, bei dem ich gerade kurz mal groß, der Schnitzer, der ist ja in den Dead Mines.
Und jetzt haben wir auch schon welche. Ja gut, aber zumindest stehen hier noch überall welche. Zumindest haben die alle Stress, das ist gut. Moinsen. Das war nicht mehr da oben, ne? Ich hatte aber Probleme, da nicht über eine Gruppe, die BFD geht, nach DM. Ja, und versehen, sondern war es gar nicht. Ja, ich hab zwar irgendwie gesetzt, hier oben auch welche sind, als jetzt nur der Rare, ne? Schlicker. Der Schlicker. Das ist ein Kobold. Oh. Das ist trotzdem überfahren. Das ist überfahren, weil wir sind einfach auch zu spät unterwegs. Also, Quatsch. Ey! Ich bin immer einen Schritt daneben, ne? Ach, da sind welche. Cool. Ihr seid also das, ne? Ihr Rotzis. Ich darf das für Dings raushauen. Muss mal Schwarm kämpfen. So. Und das ist noch ein Dorf von denen. Da wollen wir mal gucken. Also wurde darauf ausgelegt, dass man 25.000 Gold bekommt. Den vollkommen Lade. Und da sind auch schon welche. Geht aber auch. So, weckt sich nochmal auf. Türe. So, nicht mehr Türen, sondern. Ja, schon. Das wäre ein göttliches. Sturm ist ganz cool. Das ist alles hier sehr Mana-intensiv. Und dann würde ich besser damit klarkommen in der Rotation gleichzeitig.
glaube auch schon, es ist besser, ein bisschen Mana, Mana zu haben, ohne viel Downtime. Ja, sie gehen natürlich immer brechen, wenn ich sowas wie Stun warten muss. Ich werde wahrscheinlich auch mal links benutzen, ne? Auch mein Exorzismus. Was für ein Friedhof. Ich bin außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Geht, würde ich mich auch sehr schlecht, finde ich. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht. Stark, Glückwunsch. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht wirken. Warum zurücklaufen? Wegen South Shore. Ja, du könntest dich aber ja töten lassen. Ist nicht der Friedhof dann bei South Shore? Ach, oder so, aber auch beides, ja. Ich bin auf der Reichweite. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, oder das halt. Muss auch, da muss ich tatsächlich auch nochmal hin. Wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Auch mal, das stimmt. Können wir auch gleich erledigen. Und so volles Mana jetzt. So, sonst an Items tatsächlich fast für jeden Slot entweder ein Random World Drop oder Black Phasm Deep ist das Beste. Da wäre erstmal die Rüstung relativ wichtig für mein Vorhaben. Ich muss mal gucken, was ich da mache. Ja, mit
Siegesmärtyrikums. März. Was ist das? Ja, Märtyrikums. Zumindest was mein Mana angeht. Relativ stabil. Ah, du. Holy Bär, ne? Irgendwann wird der Tag kommen, nicht mit dem Namen, dass ich das Leben nehmen werde. Ganz klar, dass er auf mich geschossen hat und ist trotzdem da angegangen. Weil ich nicht flanken konnte, weil ich daneben geschossen habe. Ja. Komm schon! Ja. Das ist zu weit entfernt. Oh nein, ich mach nicht diesen, ey. Ey, schon wieder die. Oh. Man geht dem ja auf die Nüsse, ne? Einen scheiß Mob in Ruhe lassen. Oblivion. Ey, ich schicke dich ins Oblivion. Ding ist an mir dran, weißt du? Ey. So wie die Pest-Typ, ne? Und greifen an. Greif deine Zahn bis zum Morgen ins Leere. So. Okay, jetzt Abend, so lange wachen ist sie. Ups, kurz nach 12 irgendwann. Deswegen, weil eine Freundin gefunden hat, beziehungsweise zwei. Dann also ich hatte eine Idee und dann musste ich suchen, was ich damit so anfangen kann, was es da so gibt. Und weil ich das erste, also wir wollen ja nicht so große schenken, so 50 Euro, was drumherum halt. Ja, einfach irgendwas von was Cooles sehen. Und muss ich erstmal das Ding umsetzen, erstmal suchen, so, wie gesagt, also so personalisierte Geschenke halt. Ich so guck gleich so, ah, gibt's ja was Cooles, halt, was mir so zusagt. Und dann gibt es so einen Schlüsselanhänger, wo dann halt, ne, einen Typen, also erwachsener, vorwachsener Mann, dann, ne, älteres Kind, junges Kind, Baby und so weiter, da hinzufügen kann, mit Namen drunter gravieren, so ein Schlüsselanhänger links. Der ist okay. Kitschig genug auf jeden Fall, funktioniert schon. Und dann noch ein Puzzle. Ja, ich habe ein Foto mit den beiden Kindern drauf, wo die beiden zusammen spielen. Da kannst du dann aussuchen, ob 24, 100, 200, 1000 Teile-Puzzle hast. Und dann welche Größe, ob rechteckig, in Herzform und so weiter. Und das habe ich dann noch gemacht. Und ich dachte auch, weil sie puzzelt gerne. Den dachte ich perfekt. Ja! Okay, Nessie, warte. Aber es ist einfach, das zu zeigen. Da könnt ihr gleich noch Geschenke für euch raussuchen. So.
einfacher aus, als zu erklären. Dann stelle ich mal eine halbwegs neutrale Fläche. Dann wollte ich nicht so viel darüber reden. Das ist wahrscheinlich besser. Okay. Bin ich da relativ sicher? Ja, ich denke schon. So. So, das wäre Nummer 1. Ne? Dann habe ich die Milch, die, den großen, die kleineren, die ganz kleine raufgemacht. Ja. Also als erstes dachte ich so, ach, sowas mag sie auf jeden Fall. Ne, ich dachte, es war einfacher. Ja, also ich finde es immer schwieriger, das tatsächlich zu erklären, als einfach es zu zeigen. So, und? So, und dann gibt es sowas. Ja, das ist das Puzzle hier machst. Und jetzt. Ja, ich hab 120 oder 92 bekommen, ich weiß gar nicht mehr. Mit Bildern von den Kindern. Also mit den Beinen drauf. Die beiden Song gespielt haben. Da nicht so laut reden, sonst hört sich das viel an. So. Ja. Das und so. Das dachte ich, und weil sie sehr gerne puzzelt, dachte ich, passt das auch. Nutzt sie gleich was, dann kann sie schon einrahmen und fertig. So. Fertig. Ich muss leider farmen, Leute. So. Ich lasse uns so haben, gucken, was es da so heute in diesem Jahr gibt. Wo ich mal rüber gucke. Ja, ich gedacht, das sind zwei Sachen. Die finde ich voll gut. Nee, das ist mir schon ein bisschen zu weird dann. So. Ich habe einfach noch ein Bild gesucht gestern, halt, was gut dafür ist, halt. Intensiv danach gesucht, dass mir das gefällt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also, ich muss jetzt in ein Bild suchen, dass ich jetzt gut einpasse, die Teile, was passt da so. Da muss ich erstmal schauen, bevor ich die Idee nicht vergesse oder sonst. Vielleicht mache ich das mal lieber schnell fertig. Das heißt schnell, also in dem Fall langsam fertig. Wir werden erstmal noch die zweite schillernde Perle machen. Dann muss ich mal gucken, was wir dann machen. Ausrüstung wäre schon wichtig. Ich nehme mal unser Haar gucken, ob man eine Ausrüstung verbessern kann. Aufpassen, dass nicht mehr so ihrer wurde. Ja. Okay.
Brötchen geschlagen. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Ich lebe muss auch mit dem, ne? Tatsächlich ist noch was Geiles da was. Ich kann nicht am Namen wieder kämpfen. Ich muss näher ran, wenn ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt So, ja, 2 Sterne Perlen reicht mir auf jeden Fall, wieder, wenn ich die Rüstung gebaut habe. Wieder dann gucken wir, um was ich Geld gemacht habe. Ich habe jetzt 30 Gold. Haben wir so das beste Slot-Item an und gucken, ob ich im Aktionshaus irgendwas Äquivalentes finde. Ja, und ganz kurz mal auf K. Bevor wir da.
Okay. Echt? Gibt's noch? Jetzt auch schon ein Blue gesnackt. Vernichten. Oder sagen. Ich bin da nicht so zufrieden bei Juri. Treffen sich zwei Fische, zu weit sagt entfernt. Der eine, hi. Darauf der andere ganz erschrocken, wo? Ich bin außer Reichweite. Naja. War schon besser zugehört. Regel mal zwei zusammen. Nehmen wir gleich nicht zwei Frauen. Machen nur was Spaßiges. So. Dann fangen wir die Bank an. Grüße. Er braucht ein Zeichen. Oh Mann. Oder morgen zu bauen. Aber der Feder auch, ne? Also, hat. Ich weiß, ich könnte jetzt auch noch mit Shift und sowas rüberholen. Also, sind die so teuer? Ja, scheiße. So, also, ich komme mal, zeig dir, was du mir echt sagen würdest. Nein. Ja. So, ne?
Das war die Ebene. Ich habe dann noch DBF drin. Nein, ich habe ja schon jemanden am Start. So. So. Ah. Ich werde tatsächlich sonst keinen Stern in die Hand drücken von irgendwelchen Typen hier. Buttergeld natürlich das Getriebe zum Laufen zu bringen. Nehmen wir nach dem Fischöl gucken. So. Ich gleich mal nach mit anderen Items. Hier ein bisschen Aha shoppen. Dann haben wir gleich Shopping Queen. So. Natürlich. So. Ich kann alles verticken. Das ist egal. Wenn wir nicht so viele das jetzt bauen können oder Lust haben. Oder South oder Stormwind sind. Egal, ich schreibe gleich noch, bevor ich ins Aktionshaus gucke und dann meine Ausrüstung vergleiche und verbessere. Das ist ein Kleingeld, ist ja da. Such noch irgendwas. Achso, Block Shadow Fang. Okay, ich würde schon jetzt gerade anfragen. Nani? Hier ist doch irgendwo ein Schlachtfeld-Versorgungs-Akku, oder? Hm. Ja. Hallo? Auch der billige von Rang 1 bis 3.
Was gucken, dass er irgendwas sehen kann. Ist auch ein Händler, ne? Also über einen Verrang 6 bis irgendwas und einen Verrang 1 bis 3 oder 1 bis 4 oder 1 bis 6. Ich da mitmachen? Nee, ich habe mich eigentlich schon angemeldet. Oh, warte, wo komme ich eigentlich hin? Ich habe mich eigentlich schon angemeldet. Bin an Raid. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Equip. Jetzt noch eine halbe Stunde hätte und gucken könnte. Bin ich noch nicht wohl dabei. Ich will schon halt nochmal irgendwie zwei Teile austauschen. Ja, ich weiß, dass das reichen würde, aber. Aber ja, ich mit. Ah, sehr gut. So gut aus der Wasserschlacht. Nö, nö, nö. Thron soll sein, oder? Das ja.
Handelsknecht, ja, der kann man doch schon noch gar nicht erreichen, ne? Erst für Level 30. Der dritte können wir erreichen, ne? Fußknecht, der zweite nur. Okay. Okay, jetzt will ich Ausrüstung best in Slot vergleichen. Was man so als günstige Alternative haben kann. Die Frage, ob uns das einer baut hier für ein Gold extra noch in der Tasche. Dann brauche ich die Rüstung. So. Muss ich das Fischöl, ja. Das ist gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist ein süßer Satz. Warum denn? Was denn los? So, musst du Dings hier. Ich habe jetzt ja die eine Stunde gefarmt und das nicht mehr effizient. Und einmal so eine schillernde Perle. Gibt dir ja schon 6 Gold. So roundabout. Deswegen ist das tatsächlich, geht das relativ schnell, wenn man ein bisschen dafür farmen geht. Musst du quasi nur wissen, was du farmst. Kannst du schon mal viel machen. Ja, deswegen, da musst du schon. Das ist halt sehr, sehr teuer jetzt im Moment, aber das machst du ja. Du hast jetzt ja, sag ich mal, schon eine sehr gute Ausgangssituation, Marie. Und da du schon sehr gutes Equip jetzt bekommen hast. Das heißt, du hast jetzt natürlich auch Zeit und musst nicht mehr viel einkaufen gehen. Ganz einfach nur sparen. Den Rotz. So, die brauchen wir. Den brauchen wir. Und den brauchen wir nicht. So, die brauchen wir unten. Den brauchen wir allerdings nicht mehr. Also wollte ich nicht verkaufen, ne?
Könnte man nicht irgendwie, gar nicht, du weißt aber schon sowas, wie könnte man die letzte Nachricht nochmal wiederholen, die man geschrieben hat? Oder durchklicken? Ah, shit. Ja, okay, vergiss es. Mein Standardbelegung ist ja komplett von Arsch. Ich liefere nur feinste Waren. Man sieht sie. Mal allgemein erstmal gucken hier. So. So, jetzt wollen wir gucken. Also. Back. Oh. Head. Okay, die einen habe ich schon mal. So, sind die World Drops. Oder Schultern. Das scheint, Schulter ist sehr gut. Eine Sätze kannst du machen. Was? Jetzt kannst du nicht mal schreiben oder was? Fuck. Ich schlag in den Nacken. Irgendwie anbettelt, ja, sehr mal so, dass kleine Sachen bei WoW sehr, sehr lange dauern. Echt extrem lange für rumstehst. Richtig, na ja. Gutes Gelingen. Und Gold hier eben für den Knopf drücken. Wenn mich scammt, ihr seid auf jeden Fall die Zeugen. Ich werde ihn mit der allerhärtesten Gewalt meines Gnomenanwalts fertig machen, wenn ich bescheißen sollte.
Oh nein. Tschüssi. So, bin raus. Oh, gibt's gleich einen Voice Chat. So. Über meine Apps. So, was war denn göttlicher Sturm, glaube ich, drauf, ne? Verletzend. Schön, noch mal Runi. So, passt. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich gucken, was ich brauche an Equipment. Oder was ungefähr die Stats sind von den besseren. Und dann gehe ich die mal gucken, ob ich die mit meinem Restgeld hier nochmal so ein, zwei, drei Items kriegen kann. Um meine Gesamtwertung zu erhöhen hier. Haarsachen sind natürlich nicht schlecht. Ah, ja, natürlich auch besser. Das hat über Stärke. Stark. Okay, also, wir schauen mal. Das heißt, die besseren, die haben auf Hände zum Beispiel 10 Werte. Die hätten 10 Werte. Das sind die sogar, ne? Ist auch nur ein Wert besser, ne? Nee, ganz ehrlich. Handschuhe passen. Und soll ich jetzt für Nummer 6 Gold ausgeben, das, was ich quasi schon habe? Okay, das wären die 14 Gold. Drop. Ein Wert mehr. Und das eine wäre halt Beweglichkeit. Aber da ich PvP mache, passt das mir echt ganz gut. Wir schauen mal uns die 25er Dings an. Was haben die? 7 Werte. Das ist ja sowas, ne? Hätte ich scheiße teuer. Das hat meiner 3 und 3. Ist ja auch nicht so viel besser, ne? Warum soll ich für einen einzigen Stat denn so viel Kohle ausgeben? Bin ich Rockefeller oder was? Ja, meine anderen sind schon gut. Wo ist da noch so viel für Handgelenke? Achso, stopp. Ja, stopp. Acht für die vier Stärke für Willenskraft. Vielleicht gar nicht schlecht, halt. Eine Stärke wieder 4 Willenskraft mehr. 2 Gold. Also, ich mag gerne Regeneration. So, nehmen wir mit. Unser Gürtel. So, 9 Werte. Ich habe nur 3. Das ist tatsächlich, würde sich hier lohnen. Das sind nur dieselben. 7 und 2, das wäre der hier, ne? Auch gar nicht so schlecht, aber.
Ist ganz geil, ne, eigentlich. Und dann der hier 7-2 hat und der 6-4 ist doch auch besser für mich. So, der Stiefel jetzt da nicht aus in der Kategorie. Also 10, ich habe welche mit 11 Werten insgesamt. Nicht so perfekt verteilt. Deswegen, aber mir tut halt auch die Willenskraft einfach nicht weh. Jetzt nicht so, dass ich sagen kann, oh Gott, ne. Scheiße. So, ich die, so. So. Also Mana-Renaissance Ring. Also was hier. Ja, sowas einfach, ne? Ehren. Gib mir beide. Nicht beide nicht schlecht, dann habe ich auch fast kein Geld mehr. So, ist auf jeden Fall okay. Schulter, ne? Schulter wird es nicht mehr reichen. Glaube ich, gute. Ja, die dritte Schulter hier 18 Gold. Hier auch nicht schlecht. 9 Werte. Nicht perfekt. Ja, schon ganz gut, glaube ich. Ja, deswegen, ne, ich will. Das reicht mir auch erstmal so. Also von dem Equipment her, das passt mir jetzt eigentlich ganz gut. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht, finde ich. Weil so, also so viel bringt mir, hat es nichts gebracht an Werten. Echt hier so ein bisschen. Der bringt ein bisschen mehr. Ist einfach ein bisschen besser hier. So. Machen wir die beiden. Ja. Das sieht doch alles schon. So ein bisschen Erwähnungskraft, ein bisschen der Mana-Regeneration, um meine Rotation aufrechtzuerhalten. Ja. Jetzt will ich das Gear wahrscheinlich irgendwo aus dem Dings ziehen, aus dem Raid ziehen, aber. Wie geht's? Nee, den will ich nicht. Ja. Was muss ich dafür haben?
Ich will Warzone machen, wa? Na, und jetzt sieh mal, das ist ja Season of Discovery. Und da ist dein Level auf 25 maximiert. Ja. Und dann fängt man quasi an, gibt es in BFD gibt es einen Raid, einen 10er, den man machen kann. So, mach ich den mal hin. Okay, ich würde erst ein bisschen Warzone weiter machen. Ich brauche ein bisschen mehr Ehre. Da kann ich mir eine Halskette noch kaufen. So. Okay, Anna. Ich muss Wohlwollen erreichen, ne? Ja, das wird ein bisschen dauern. Das wird etwas dauern. Mach ich mal freundlich, ne? Nee. Na ja, gut, wir können abrunden mit ein paar Warzone-Runden. Ja. Kann ich wieder über die anderen Leute aufregen. Das passt so ganz gut. Dann werde ich jetzt 10 über. Hallo. Hallo. Achso, ich muss mir links ändern, ne? Beine. Hier auf jeden Fall wieder Inspiration. Jetzt sind wieder hier. Ich habe nicht keine Lust, G4 zu werden die ganze Zeit. So, am Wochenende werden wir vielleicht mal eine Gruppe machen. Wow.
Okay, wollen wir mal schauen. Soll ich mal in die Runde rein? Hier, das wäre so ein bisschen ein Mix aus vielen. Nicht mehr als F1 bis F5. Naja. Jetzt versuch's. Sehr gespannt, ob man da mit dem Kram auch schon einen Unterschied sieht. Es hat eine kleine Verbesserung hier und da. Die Rüstung ist schon ein bisschen enormer. Gott sei Dank bin ich mit Level durch, ne? Ich muss mir keine Gedanken mehr machen und eigentlich bin ich mit Ausrüsten auch schon fast fertig. Aber ich werde echt gucken, ob ich dann schon wieder Hardcore spiele. Um ein bisschen wieder leveln zu können. Erstmal egal. Ein bisschen Geld kam noch. Weil ich meine Waffe verkauft habe, meine Rare. Und habe ich auch wieder über 20 Gold. Ein bisschen Kleingeld. Carry Dotter. Was denkst du, was er da macht, ne? So, wenn die doch mal alles schon zusammen rum. Ja, mal gucken. Da kann ich Dings machen, ne? Hab ich ja hier. Magier? Ich muss näher ran. Ich dachte mir jetzt ein Magier mit Level 20 der Langlauf sich die Flagge nimmt, ne? Ah, nun, da ist sie gekommen zurück. Das Problem ist, geht der Typ nach hinten mit Level 20, ein 20er Mage. Wir sind alleine Death oder was? So, dann. Ich würde keine Frage stellen, aber ich muss es eine Frage stellen. Finde ich, dass es sehr viel Sinn macht. Wenn ich mich hier oben hinstelle, kann zumindest keiner vorbei.
And here we go. So, aber der Mario, aber der Mario hat recht gut gemacht. Cool. So. Hängt noch ein bisschen ab. Ja. Ich hätte noch Dings hier über, das hätte ich schaffen auch noch. Aber habe ich auch geschafft. Denken Sie mal ein bisschen ab. Ich jetzt nicht unbedingt bei ihm bleibe. Oh, ich das Ding, also soll ich das mit dem Ziel gar nicht? Ah, das hat echt wieder verstanden. Hat man wohl eine Mann angeguckt. Dann schaut um dir schon klar, sich ein Ding, was man weg macht. Aber ich muss es viermal drauf drücken. Einer kostet 44 und hier kostet 35. So. Wesentlich angenehmer. Und dann einfach gegen zwei. So. Ich will ja eigentlich doch ein Ding hier, was meine Mana-Kosten angeht. So, lieber den Dings umhauen, die paar Sekunden, also wenn das Ding tot ist und er kein neues Gift drauf macht, ist er schnell vorbei. Ja. Oh.
Nein! Geh doch zurück. Da brauche ich kein Gottesschild benutzen. Und jetzt bin ich nächste sind zu viele. So. Ich muss mal auslaufen. Ich will nicht ein bisschen killen. Ich werde auf den komischen Mario aufpassen. Warum haben die eigentlich einen. Achso, der andere Buff ist auf der anderen Seite, ne? Und vier Links hier nehmen. Läuft noch, ne? So. Geht auch. Nein? Ha! Eine umgebracht. 32 Ehrenpunkte, weil keiner in der Nähe ist. Einfach nur. Oha. Sehr gut. Ja, folgt mir, ich komm schon. Komm schon. Okay. Yo, Shami, what's up? Und ich komme jetzt. Geht's denn, Freunden? Ist auch okay, nehme ich alles mit. Der Schiff von der Schwab gewesen. Kann ich noch nicht wirken? Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken? Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken? Das lädt immer noch auf.
Assa hat 93. So, das ist IFC. Enemy Black Carry. Okay. Hier. Ah, okay, ist ein Jäger. Oh, ich bin zu weit weggegangen. Ah, also bevor auch mal passiert. Geht immer zu schnell los. Okay, dann gehe ich rein. Dann gehe ich über die Flagge. So. Er wird nicht gerade in seine Reiseform gehen, deswegen muss ich irgendwie schnell Damage machen, wenn ich abhauen kann. Ich habe keine Chance gehabt festzuhalten. Ah, ich hab einen Heil. So, ich muss den Totem gleich noch kaputt machen. So. Den brauche ich nicht nehmen. Bin der Typ. Ah, okay. Wollte ich den einen Typen in der laufen? Ja, jetzt sind gerade alle da. Unsere ist da hinten. Hä? So. Ja, reicht. Okay. Weg. Ja, aber Base. Ja, mein Stehen, guck mal eben. Naja, ich gehe mal nach vorne.
Oh no. Kann ich einer nur hinten. Nicht alleine. Ein Schlepper. Was? Alarm anmachen. Also man kann halt in der Mitte einfach rumfighten. Also kriegt man auch weniger, also kann rumfighten, kriegt dafür mehr Ehre, wenn überall dabei ist. Aber kann natürlich auch tiefgehend arbeiten. Ich weiß nicht, schnell sich noch. Das lädt immer noch auf. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Auf. Und redet schon hart, ne? Der ist schon so ein bisschen pickpinkig. Will ich ihn killen können. Das haben wir nicht vergönnt. So, durch den Kopf. Fort mit euch. Ich bin 60 Ehre-Punkte noch. Das ist um die 400 Ehre, 42, 300 Ehre ungefähr. Oh! Ich bin gleich hier voll in Action. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Wie sieht das hier unter aus? Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber.
Oh nein, haben wir schon verloren. Naja, die haben Stelle. Ich bekomme, oder? Ja. Ein Ehrenabzeichen, ja. So, was kriege ich denn mit? Mit freundlich kriege ich immerhin schon, dass das Ausdauer-Trink ist. Ein bisschen HP-Regeneration. Milchbad. Dann wohlwollend. Und schon Heizkette geben. Und Ring. Drücken. Ist schon ein bisschen Gefahr, muss ich sagen. Okay. Einfach Stärke jetzt mit, fertig. Okay, krieg ich dann. Achso, muss eigentlich das Max-Hörnchen. Ja, da fehlt noch einer kompletten Gruppe aus. Also ich stimme zu, was ich so lese in gewissen Foren. Echt blöd ist, dass man gegen als Random-Gruppe gegen irgendwelche Pre-Made kämpfen muss, obwohl sie wieder über 10 Schlachtfelder gibt, also über 10 Kämpfe. Benachrichtigungssystem wurde aktiviert. Genau, so eine Marken abgeben. 110, ne? Genau. Und jetzt haben wir schon den Heiler zu sein. Und der da. Ja. Jetzt haben wir den Heiler der Gruppe. So. Das ist, glaube ich, ein Umbringer und nicht wichtig, sondern dafür nur heilen. Reicht schon.
campen die uns jetzt hier. Ja. So. Ah, das hat auch so gut gemacht. Ja, da sieht man eine Pre-Group aus. Die zusammenkämpfen und die hier. Campen uns hier. Zehn Priester. Also zwei Priester. Also läuft es halt in den Pre-Made wohl. Durch die Camp hier vorne und dann Friedhof, ich kann hier oben warten und so weiter, aber hey. Bin immer auf den Heide. Wenn du es schon Leuten sagen musst, dass es was bringen würde. Ja, da. Was ist falsche? Ja, wie gesagt, ich bin immer auf demselben Charmy und dem zwei davon mindestens. Aber leider Fokus und den sonst niemand. Dann können wir nicht mal einen Brot von denen. So, dann fangen wir einen ab. Dann die einen jetzt hat man deutlich. Haben wir den Kill schon gemacht? So, vier. Da kränkeln da rum. Also ich kriege jetzt mal ein, zwei Kills. Naja, so macht auf jeden Fall keinen Spaß momentan. Wenn wir schon am Wochenende eine Gruppe zusammenkriegen.
So, wir können kaum Ehre bekommen, wenn wir den am Anfang blau gekämpft haben. Hier immer mit irgendwelchen Healern reingehen. Das ist ja auch ein Kluge. Ja, aber ich würde sagen. Nichts gemacht, nichts gemacht. Achso, ich wollte aber da gucken bei. So. Hätte ich ihn gerne. Mario? Genau, das Kirby. So, heute war ja wirklich nicht so lang. So, bis Oluxio steigt. Kurz nach 9 oder sowas. Wollte ein bisschen zu schlafen. Ich kann ja eh nicht, weiß, was ich machen soll hier großartig, außer auf den Raid zu warten. Jetzt. Oder WoW, ja, oder ins Warzone-Becken zu gehen. Beides sehr interessante Aussagen. Das müde stimmt, bin ich auch. So, war auch echt wenig Schlaf. Und nein, dass sie. Die beiden zusammen sind cursed. Mal gucken, was da für ein Pokémon rauskommt, wenn die das beide da machen. Ja. So, ich weiß nicht, wie viel Ehre man braucht für Rang 3, ich glaube einiges mehr, ne? Die Frage, ob wir Samstag eine PvP-Gruppe machen. Wie ich gesehen habe, am Sonntag wäre Raid. Dann wäre Sets. Weil gestern. Genau, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Okay, Sonntag ist also unser Raid, das heißt für Dienstag könnte ich schon wieder gucken. Alarm. So, was haben wir als Gegner? Eine Pre-Made-Gruppe. So, sag ich mal 90% mit 3 Charmies und ein Dudu. Komm, Zange. Moment. Ich muss erstmal hier kurz mal was klären.
Ich kämpfe hier gegen 5 oder 6 und hier hinten noch ein bisschen Geplänkel. Anstatt den Kill zu securen. Immer hier secure. Wie bei Zombies und bei anderen Monstern. So lange drauf schießen, bis es weg ist. Okay, kann das da drüben gleich nochmal rübergehen. Was für Plänke damit wir verlieren hat, weil die einfach wieder organisiert sind, wir nicht. Ja, wir so verlieren, ne? Und dann wird euch Jäger mir hinterher, die mich jagen. Ich ignoriere mich jetzt erstmal. Ich will im Friedhof. Der Lifehack, wobei sie auch einfach als Jäger siehst du Humanoiden. Ich gehe davon aus, wenn. Och, die zwei Schienen relativ schnell fand ich. Pre-Made-Gruppen schon mal nerven. Schon mal ein bisschen Zeit stehlen. Wir wollen ja immer schon effektiv fahren. Ich sehe das so. Nö. Ich hoffe, dass nicht keiner gestorben ist. Jetzt haben sie mich gesehen da hinten. Das lädt immer noch auf. So. Na, Chance. So, jetzt können wir gucken. Alle hier vorne, keiner kommt mir entgegen. Alle kämpfen denn wie so ein Falsch. Oh Mann, ey. So nutzlos, ne? So wie spüre ich erinnere mich noch. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ah, ich schon mal, ne? Ach, du wirst dich töten, okay. Hast du wohl auch. Jetzt gehen sie da oben hin. Ja, wieder nur drei Kills bis jetzt gemacht. Da gibt es auch leider eine Vielzahl an. Haben wir vier Paladino? Nicht so viel wie die Schamanen haben auf jeden Fall. Akte des Versteckers verkauft. Geil, 12 Gold. Let's go. Jetzt würde machen. Ja, wir haben 12 Gold im Sack und wir haben 20 Gold wieder angekommen und das ist sehr schön.
Okay. Wir nehmen das schnell darum. In der Leaf und DG. Oh Mann, ey. Ja, da macht auch tatsächlich keine Random-Gruppen Spaß. Und da ist halt besser, wenn sie einfach Random-Gruppen gegen Random Group kämpfen lassen, das ist so ein bisschen mehr wert. Das heißt, du brauchst auch einen Freemates ran. Also du hast ja einseitig. Das Kermo ist sie. Kermo. Okay, da sind schon wieder alle. Warum bin ich schon wieder alleine hier? Sind noch andere Leute da außer mir? Nein, oder nicht? Schade. Also ich komme da an, da sind wir erstmal irgendwie ein, zwei, drei Leuten da. Also ich bin ich allein, das ist eine Truhe. Dann sterbe ich. Merkwürdig. Und keine Gedanken um mich. Super, wenn sie Teil sich zu heilen wissen das. Wieder. Wir wollen hier. Wenn man sich ein Segen des Schutzes. War wahrscheinlich schon wieder weg, aber. War schon mal vom Handy profitiert. Nicht mal hart. Ich meine, okay, ja. So. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist zu weit. Das hält immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit.
shit. Danke, ne? Drei im Heilen. Kann ich mal einen einzigen töten hier nebenbei. Wenn die hier irgendwo hinkämpfen, ich immer ganz woanders. Ich weiß nicht, warum die Leute irgendwie bin ich komplett falsch und die machen einfach alles falsch. Der ist was. Ja, wenn ich ein bisschen Zeit habe, das Sound aufzumachen, weil ich dann noch nicht den Kill bekommen, aber es stirbt mal irgendwas. Jetzt wollen wir noch in die Plänkel reingehen und uns eigentlich versuchen. Und der jetzt im Lift. So. Ja, Montag kommt mein neuer Tisch. Dann machen wir ein bisschen hier, wie wir es am besten machen. Ja, ich glaube, ja, ich brauche einen blöden Tisch auch. Denn ich glaube, da ist nicht viel mit nebenbei quatschen. So, also brauche ich nebenbei auch. Schmeiß mal Kram rüber. Schmeiß mal aus dem Fenster. Und dann fertig. Ja. Genau, klar. Wer ist Theoni? Guck mal, das ist doch Aquaman. Der aus Dings, ja, ne? Ja. Fischula auch verkauft. Sehr schön. Also mal wieder eine Dragon-Gruppe definitiv. Also Crusader 2, also die PvP Server, ne? Die sind einfach Karte, ja, Lone Wolf. 2, 4, 6, 8. Vielleicht haben die anderen noch nicht angenommen. Den neuen schon. Wieder Premade-Gruppe. Also bis jetzt, ich weiß gar nicht, ob die letzte eine Premade war, als wir einmal gewonnen haben. Aber bis jetzt.
Ja. Wir machen das von der anderen. Ich höre das so cool ins Bett. Morgen ist ja Stream frei. Dann werde ich aber vermutlich Warzone einfach weitermachen. Ist ja eh langweilig. So als random Gruppe und nicht nur jammere die ganze Zeit. Ich kann auch unterhaltsam sein. Aber ich falle ja noch nicht in Rage-Modus, also. Was kommt das noch? Von daher so Samstag dann wahrscheinlich eine richtige Warzone-Gruppe auf. Also wir wollen schon gewinnen, ja. Aber es wird halt nicht so tryhard sein. Und Sonntag machen wir den Raid. GFD. Mal gucken. Ich habe leider noch zwei Paladine, andere Paladine bei mir in der Gruppe, die mir meine Sachen wegwürfen könnten, aber gut. Muss ich wohl mit leben. Und wenn ich meine Insignia habe, kann ich auch das Furchtding wegnehmen. Also den hier, die Inspiration. Kann Exorzismus nehmen. So, Priester. Jägerin. Ja. Was meine ich? Die haben hier zwei Leute, die heilen. Ich bin der Einzige, der auf dem blöden Heiler drauf ist. Vor allem der Rest der Affen. Und dann haben wir drei Jäger. Wenn die einen Fokus würden von denen. Dann können wir uns so tot kriegen. Aber nee, wir hauen alle auf verschiedene Leute drauf. Wir haben einen Heiler vielleicht, der heilen könnte. Moin! Auch gedacht, dass ich jetzt gerade weiter laufe, wenn ich sehe, dass mich irgendwie 5 Leute verfolgen. In Theorie darf sie schon nicht mehr aus dem Friedhof rausgehen. Muss es eigentlich warten. So macht es natürlich keinen Spaß. Das ist Grind natürlich sehr unangenehm. Aber wenn ich das nebenbei mache. Wenn ich irgendwas Schönes im Fernsehen gucke, ist mir egal. Aber für den Stream. Das ist jetzt quasi, dass euch live zeigen werde, wie ich verprügelt werde. Und das finde ich nicht cool. Das kann keinen Spaß machen. Obwohl, naja, könnte schon, aber. Naja, mein Humor. Aber guck mal, dann kriege ich noch nicht mal mein Dings durch. So, und mal wieder ziehen wir den Stunner noch weg. Jetzt kommt der zweite Pupel. Okay. Ja, dass du dabei gedacht hast, halt Nahkampf mir zu kommen, aber ist okay. Mach ich mal ein paar Mal drauf.
Und schon mal der Heil doch. Wow. Den kann ich mal eben holen. Wow. Und dann ist man ein Kill. Übermotivierter Magier. Fällt mir. Jetzt muss ich wieder Segen der Freiheit. Vier Sekunden. Das jetzt, ich glaube, ist zu dir. Ja. Achso. Also wieder eine Gruppe hier. Nein, ich mal. Es gibt mal wieder den Platz. Ausverkauft, was? So, wow. Das hat ganz schön viel Spaß gemacht. Oh mein Gott. Und jetzt hier, macht das viel Spaß für Unite. Aber 1 auf 2 ehrenhafte Siege. Das war wichtig. War quasi genau geplant. Ja, wieder mit dem Auktionshaus, der so abgeht. Und wie gesagt, morgen Stream frei. Also jeden Freitag normalerweise, wenn nicht was anderes läuft. So, weil ich dann mit der Familie chill. Ein bisschen. Ja, das heißt, wir sehen uns erst am Samstag 17:30 Uhr wieder. Wieder roundabout. Wie gesagt, dann schätze ich mal mit Warzone PvP in einer Gruppe. Remake-Gruppe. Von daher mal schauen. Kann ich euch helfen? Sei noch gucken, ob ich irgendwie morgen PvP, also noch Jig jetzt ankriege. Ein bisschen versuchen, obwohl ich kann noch Runen morgen fahren. Für die anderen Klassen. Beziehungsweise Rollen. Wäre vielleicht cool. Ne, jetzt FK nicht wirklich. Und da haben wir eigentlich Intelligenz-Spins.
12 Gold. So. Was alles hier losgeworden, was ich drin hatte. Buchbinder, ja. Nein, ich brauche gar nichts im Moment. Eigentlich soweit die wichtigsten Sachen habe ich ausgerüstet. Ist nicht mehr hohe Verbesserungen außer durch den Raid und durch PvP-Zeug. Okay, Leute, dann würde ich sagen, habt alle einen schönen Abend. Eine angenehme Zeit, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht merke, dass hier nicht mehr viel abgeht. Außer Raids und mich durchsterben bei Warzone, dann gehe ich ein bisschen hardcore bei das Spiel nebenbei. Wenn ich dann zu schnell Raids warte. Oder bis irgendwas Spannendes ist. Ich will noch ein bisschen gucken, ob ich Gear zusammenkriege für das Heilen oder für Tank. Noch, das wird so ein Nebenziel sein. Da auch ein bisschen vorankomme. Ja. Habt alle einen angenehmen Abend, schlaft alle gut. Einen angenehmen Tag und morgen auch. Und wie gesagt, wir sehen uns dann 17:30 Uhr. So, geht auch verabschiedet. So. Okay. Gute Nacht. Tschüss.